Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Zelda und es geht los. Wieso ist die Gegner, die anscheinend hier oben wütend sind, irgendwo? Ich sehe noch gar keinen. Ich weiß, den Felsen von oben, da geht besser mal ein bisschen innen durch. Warum muss ich nur recht haben? Ich hab's noch gesagt, wahrscheinlich wär's in den Felsen. Hallo? Mal innen lang. Okay. Kann ich dann durchkriechen? Nee, leider nicht. Kann ich schleichen? Nee, leider nicht. Hallo? Man kann klettern. Ist das so gewollt, dass man da oben durchklettert? Wahrscheinlich ja schon, ne? Okay, ich speichere mal wieder. Sind das noch mehr Monster? Okay, das war das einzige. Echt? Ein Palmenblatt. Das müssen wir mitnehmen unbedingt. Wie war das ein Palmenblatt? Mit dem kann man die Flosse wegwerfen. Die Flosse tragen. Hungerfächer, genau. Also die Flosse bewegen. Ist das rausgekommen jetzt? Da ist was, ein Rotmarsch, ein Rubin. Autsch! Nicht nett. Moment mal. Ich werfe ihn mal runter hier. Vielleicht kommt ein kleiner Wicht vor. Das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil. Ich glaub's ja nicht. Das war ich nicht so gedacht. Wo ich nur lag, so ein Pfeil gerade eben da war. Ich bin jetzt mit in dem Falle. So, die Palisaden. Ist hier noch wer? Komm, Attacke. Oh, verdammt. Oh, weg. Ich glaube, ich bin tot. Lol, aber der Typ hat auch seine Leute getötet. Okay. Wo wird das gespeichert? Wahrscheinlich nachdem wir, ja, vielleicht sogar mal eine Sache aufgehoben haben. Könnte es noch davor gespeichert haben. Und sonst kamen wir den Typ nochmal weg da. Okay, den habe ich hier übersehen, der Typ da oben. Das ist natürlich ein bisschen heftiger mit dem. Okay, dann nochmal den. Der war ja eigentlich kein Problem. Hä? Er ist weg. Hä? Er ist weg, aber die Sachen noch da. Hm.
Okay, aber in Kiste ist nichts mehr drin anscheinend. Das heißt, Loot wurde gespeichert, okay. So, weiche ich mir ein bisschen aus. So ein Stein. Kann man hier hin? Also uns ansehen, wo wir sterben, wissen wir ja bereits. Da ist noch ein Skelett, noch ein Kroko. Hier unten war mir wahrscheinlich mal, okay. Oh, schau mal an. Da wissen wir, dass sehr viel runterfällt. Weitere Pilze. Und da kam gar nichts raus, wie. Na gut, so war es dann. Ah, da oben. Ach, die da oben. Ah, nicht schlecht. Quellstein und Leuchtstein. So. Der Typ da oben, den müssen wir jetzt weghauen. Besser mit Elektropfeilen. Ja, genau. Die das nennt man einen Satz. Mein Schild löst sich gleich auf. Das 18 Schild, das heißt, wir können das wegwerfen, wenn das Schild besser ist. Der Boomerang, der ist besser als mein jetziges Schwert. Das heißt, wir können den wegwerfen zu einem Boomerang mit. Haben wir, ne? Zweifelsfall ist ein Bogenschütze. Ja, aber irgendwie das ist doch eine Tür, oder? Das ist doch eine Tür. Das ist ein Tor. Was kann ich hier nehmen? Sind lauter Pfeile sind hier. Ach, die waren wahrscheinlich in Kisten drin, okay. Wahrscheinlich sind die zu. Irgendwie kommen wir da noch rein. Verarschen. Kann ich über die Palisaden schießen? Oh. Mein Gott, der Bomber ist weg. Wird noch einer? Kommt er jetzt hoch? Das heißt, er kommt hoch. Na, komm schon. So, der kommt echt nicht hier hin. Der hat mich mit einem Schlag getötet.
Ach du Scheiße. Ich war doch voll, oder? Okay, ich glaube, langsam muss ich doch mehr Leben haben. Ach du Scheiße. Wie heftig war das denn? Wo hast du gespeichert? Nee, oder? Ich glaube, der Bogenschütze ist weg. Ja, okay. Hier habe ich jetzt noch Lektor für 7. Okay, eine schnelle Waffe, weil die kommt. Warte mal, zuerst mal Leben tanken. So, eine schnelle Waffe. So. Dann nehmen wir mit. Schnelltasche ist voll. Auch nochmal wegwerfen. So. Pfeile haben wir jetzt hier alle. Hier sind noch tonweise Pfeile. Hier sind wir dran. So. Okay, ich bin nicht sicher, ob der da oben ein Schütze ist. Dementsprechend speichern wir mal kurz. Wenn es einer ist, dann wird es gefährlich. Sei damit kommt die Insekten an ihn ran. Wie wir es gerade eben. So, okay. Wir suchen nochmal die Typen da oben. Wir hätten es fast gehabt. Nein, vorbeigeschlagen, ich glaub's nicht. Boah, ist doch erwischt. Okay, es liegt hier auf wieder um. Barsch, barsch. Hier ist ein Bogen, den wir brauchen, Bumerang. Starkes Schild. Was schwächere Strahlen wie die von Nanowächtern kann man damit reflektieren. Ja. Ich glaube, wir haben schon genug Schilder von denen Sorte. Also Truhe. Wow, 100 Biene. Nicht schlecht. Noch der Ballon. Ist ein Schild der Waffen. Ist noch ein Rubin. Blauer 5. 2 Hände, okay. Ich hab was getroffen. Okay, hier war anscheinend nichts. So, wir haben es jetzt geschafft. Ich speichere mal. Ich keine Ahnung, wie das Spiel gespeichert hat. Ich habe mich nicht geachtet, ob es gespeichert hat, nachdem wir die getötet haben. Ich würde eigentlich ungern die nochmal machen. So, wir haben jetzt extrem viel Elektropfeile verschwendet. Eigentlich doof. Ich will ein bisschen mehr Nahkampf. Oh nee. Achso. Normale Pfeile. 100. Okay. Ja, komm schon.
den habe ich. Den habe ich auch. So, sehr gut. Die Oktoberwelle haben wir. Man sieht die Dinger gar nicht wegfliegen, sie nachbar sich weg oder steht rum plötzlich. Ich habe mir echt gedacht, ob ich die sehe. Was geil ist, ihr könnt jetzt in diesem Teich ertrinken wahrscheinlich, wenn ich keine Ausdauer mehr hätte. Den habe ich erwischt. Oder wie noch? Okay. Da blinkt auch noch was. Okay, entspannt. Okay, das war ein Loop von denen. Kann ich also aufgesammelt vorhin. So. Okay, mein... Ach, ach, da habe ich Knacksen gehört. Mein Hand ist gerade eingeschlafen. Ihnen das mit dem Gamepad so auf der Tischplatte hier zu spielen, ist hier ungewohnt, ja. So. Wir gehen zuerst mal auskundschaft, was hier oben ist. Okay, sei nix eigentlich. Was? Das ist denn bitte schön. Ein pulsierender Stein. Was ist das für Erz, bitte schön? Und ja, ich habe schon wieder eine Markierung gesetzt. War die, oder? Was ist das? Leuchtstein? Ach so, Leuchtstein ist das, okay. Aha. Das ist vermutlich gar nicht so toll aus. Die Musik hat gerade geändert. Ich höre was. Nur wo sind die, die man hört? Da drüben ist eine Echse, ne? Ich versuche was. Oh, ging daneben. Okay, die ist weg. Der hat sich verabschiedet. Aha. Das war mir eigentlich klar, dass ich gleich aufheben kann, wenn ich da was drunter ist. Man muss nicht so den Stein wegwerfen. Man kann die Köder fassen, wo man beide Hände voll hat. Kam es gerade her. Okay. Da kommt der. Ah, da hinten sicher die Zora, so wie es aussieht. So. Jetzt pfeift er wieder irgendwie von unten oder so. Wir können auch hier keinen Cliffhanger machen. Wenn ihr wissen möchtet, was hier hinten dieser Brücke alles noch auf uns wartet, dann schaut unbedingt morgen wieder ein zur neuen Folge von Zelda. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.